Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns das Thema Pricing an. Und zwar geht es dabei um die Main-Frage, um die Hauptfrage, wie verkaufe ich Go High Level korrekt? Denn genau dieser Punkt fällt mir ganz oft bei den Neulingen an, die Go High Level für sich entdeckt haben und denken, hey cool, jetzt habe ich einen coolen Side-Hustle gefunden, neben meinem Studium, neben meiner Arbeit oder wie auch immer, wo ich wirklich richtig gutes Geld verdienen kann, aber es scheitert bei dem Punkt, wie finde ich meinen ersten Kunden? Und da fällt mir einfach auf, dass es immer noch sehr viele verwirrte Bilder gibt darüber, wie man Go High Level richtig verkauft. Dementsprechend möchte ich dir heute dieses Thema genauer vorstellen. Denn auch ich habe anfangs Go High Level falsch verkauft und habe meinen Weg dazu gebraucht, um meinen richtigen Rhythmus zu finden und auch mein richtiges Gefühl zu entwickeln, wie ich den Go High Level richtig an Geschäfte verkaufe. Und ja, das kann nun mal am Anfang etwas dauern. Und wenn du es einmal raus hast, wird Kundenakquise und neue Kunden finden kein Problem mehr sein. Und das kann ich mit Sicherheit sagen. Und bevor ich jetzt zu lange rumrede, möchte ich mich einmal noch kurz vorstellen, falls du mich nicht kennst. Mein Name ist Manuel und auf meinem Kanal findest du alles rund ums Thema Go High Level und SaaS. Wie immer findest du alle Links unten, das heißt Link zum Starterkurs, wo dir alles von Anfang bis Ende gezeigt wird, wie du deine eigene SaaS-Agentur gründen kannst mit Go High Level und noch alle weiteren Links für Go High Level und so weiter. Für jetzt lass uns direkt reinstarten. Denn wie ich gerade eben schon gesagt habe, gibt es am Anfang immer wieder dieses Problem, dass ihr keine Kunden findet. Und das liegt nun mal an diesem einen Punkt. Los geht's. Fehler bei der Preisgestaltung. Das Problem: Anbieten von Go High Level für 97, 297 oder 497 Euro ohne monatlichen Mehrwert. Was meine ich damit? Nun ja. Uns allen wurde gesagt, und auch ich selber habe das am Anfang so verfolgt, dass man Go High Level bzw. seine White Label SaaS an Geschäfte für 97 Euro, 297 Euro oder 497 Euro weiterverkaufen soll. Und den Mehrwert, den man dabei anbietet, ist nun mal einfach mehr Zugang zur Software, der sich pro Plan einfach erhöht. Und das soll den Preis von 497 Euro pro Monat rechtfertigen. Und ja, wenn man das am Anfang erstmal so hört, dann denkt man natürlich, krass, ey, 500 Euro im Monat für eine Software, für die ich gerade mal 300, 500 oder 100 Euro zahle. Coole Sache. Aber leider funktioniert das Ganze nicht so smooth in der Realität. Denn am Anfang kann es sein, dass du natürlich Kunden finden wirst, die bereit sind, solche Beträge zu bezahlen. Deine Kunden werden merken, dass sie nun mal nicht den Mehrwert bekommen, für den sie bezahlen. Denn wenn man monatlich bezahlt, möchte man natürlich auch jeden Monat Mehrwert haben. Und da ist es nun mal schwierig, diesen Mehrwert zu geben, wenn du deinen Kunden nur eine Webseite gibst, Automatisierungen in Form von Terminbuchungsautomatisierungen, Follow-up-Kampagnen und was dazu noch alles gehört. Dritter Punkt, vielleicht noch Reputationsmanagement und dann natürlich noch Zugang zur Handy-App, Software und so weiter. Und da muss ich sagen, das sind sehr coole Services und auch alle Services, die jedes Geschäft braucht, speziell zur heutigen Zeit. Aber das Problem ist der Preis. Denn wenn du eine Webseite, Reputationsmanagement und Automatisierungen, sagen wir jetzt die drei Sachen, zu einem Preis von, sagen wir, 297 Euro im Monat verkaufst, wird es nun mal nicht das Geld wert sein. Versteh mich nicht falsch. Diese Services, die Go High Level anbietet, sind unglaublich wertvoll. Es ist aber auch gleichzeitig umso wichtiger, den passenden Preis zu finden, damit deine Kunden auch den Wert davon erkennen. Denn sagen wir mal, du hast einen richtig schönen Edelstein, den du verkaufen möchtest. Aber bietest diesen Edelstein zum Preis von einem Diamanten an. Der Preis wird diesem Edelstein seine ganze Schönheit wegnehmen, weil man nun mal einfach davon erwartet, dass er so viel Wert bietet wie ein Diamant. Und wie du dir vorstellen kannst, wird das Ganze mal schwierig werden, wenn du eine Webseite, ein Reputationsmanagement und Automatisierungen zum Preis von 300 Euro pro Monat verkaufst. Am Anfang habe ich das Ganze auch gemacht und es hat eine Zeit lang funktioniert. Aber nun mal so, wie es sich dann herauskristallisiert, springen die Kunden nach einigen Monaten ab. Und da du das mit Sicherheit nicht möchtest, müssen wir da nun mal mehr Mehrwert bieten. Die Frage ist, wie schaffen wir das Ganze? Und da hast du von mir drei Methoden, wie du schaffst, diese Preise, die du gerade hast, von 97 Euro, 297 Euro oder 497 Euro, weiterhin beizubehalten. Denn das sind auch Preise, die du natürlich auch von deinen Kunden verlangen kannst. Nur das Problem, was ich anspreche, ist, dass der Service nicht ausreicht. Dass du mehrere Services in deine Offer, in dein Angebot mit reinnehmen sollst. Und was das für Services sein könnten, das schauen wir uns jetzt an. So, Lösung. Implementiere einen monatlichen Mehrwert, um den Wert für deine Kunden zu steigern. So, was gibt es hier für Möglichkeiten? Das ist zum ersten der Punkt Social Media Management. Was heißt es? Social Media Management ist nichts anderes, als dass du dich um die Social Media Kanäle von deinem Kunden kümmerst.
Das kann sein, dass du dich um die Content-Erstellung kümmerst, sowie die Planung von neuen Content, von neuen Videos, Fotos, was dazu gehört und natürlich auch um das Community Engagement. Ne, sprich, du kümmerst dich einfach um die Community, um Kommentare, um Anfragen, Wünsche und so weiter. Das ist ein Punkt, der Geschäften auch monatlichen Mehrwert gibt. Denn jedes Geschäft braucht heutzutage Social Media Kanäle und die wenigsten Geschäfte haben nun mal Personal, das sich darum kümmern kann, zum ersten, und zweitens, dass überhaupt das Know-how mitbringt, um auch Social Media Kanäle optimal zu managen. Und genau da kommst du ins Spiel. Denn das ist deine Aufgabe. Denn du kannst dir überlegen, hey, wie schaffst du es, mehr Reichweite auf deren Social Media Kanäle hinzubringen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Dass du wirklich der Brain hinter diesen Social Media Kanälen bist und das deine Aufgabe ist. Wenn ihr sehen möchtet, wie sowas genauer aussehen kann, könnt ihr mir das gerne in die Videokommentare schreiben. Aber grundsätzlich ist es einfach mal das Prinzip Social Media Management von Content-Erstellung, Planung bis hin zu Community Engagement. Diese drei Punkte. Und wenn du dann eine Webseite verkaufst, Automatisierungen, Reputationsmanagement plus Social Media Management, ist es das Ganze plötzlich wert. Denn hier bietest du monatlichen Mehrwert für deinen Kunden, wofür er auch monatlich bezahlen kann. So, erster Punkt. Zweiter Punkt kann natürlich sein, du nimmst den Bereich von Werbekampagnen mit rein, sprich, du schaltest Ads für deine Kunden. Das kann natürlich wieder sein über Social Media. In den meisten Fällen wird es über Social Media sein. Es kann natürlich auch über andere Formen sein, wenn deine Kunden von dir plötzlich Flyer haben möchten und einfach analoge Werbung schalten möchten. Gibt es da natürlich auch Möglichkeiten für. Für jetzt reden wir aber mal über den Aspekt Social Media Ads schalten. Und ja, was hast du hier für Möglichkeiten? Das kann natürlich einmal der klassische Weg sein über Facebook, Instagram, TikTok, Google und so weiter. Und andernfalls, falls die Geschäfte schon Ads schalten, kannst du natürlich auch deren Kampagnen optimieren, da mal reingucken und einfach deren Ads übernehmen und einfach besser machen. In den meisten Fällen, so ist zumindest meine Erfahrung, gibt es mal viele Geschäfte, die sehr viele Fehler dabei betreiben und definitiv jemanden brauchen, der dann mehr Know-how mitbringt und weiß, wie das Ganze funktioniert. Und das ist zum Beispiel ein Service, den du sogar noch teurer anbieten kannst. Denn sowas kostet nun mal Geld. Erstmal kostet es Geld, alleine Werbung zu schalten. Dann kostet es noch Geld, deine Zeit da rein zu investieren. Und so einen Service würde ich mal mindestens für 497 € pro Monat verkaufen. Sprich, Webseite, Automatisierung, Reputationsmanagement, Handy-App, Softwarezugang und alles, was da noch dazugehört, plus Ads schalten für 497 €. Natürlich kann es auch teurer sein. Wenn du sagst, hey, ich tue Ads schalten plus Social Media Management betreiben, ist die ganze Geschichte natürlich wieder anders. Dementsprechend passt sich da auch wieder der Preis an, wo du sagen kannst, hey, anstatt die 497 € die ich jetzt gerade nur fürs Ads schalten und Webseite Automatisierung und Reputationsmanagement nehme, kann ich noch das Social Media Management oben drauf packen und das verkaufe ich dann für 600-700 € pro Monat. Natürlich auch teurer. Da kommt es immer drauf an, wie viel der Kunde von dir erwartet, was sind seine Wünsche und du solltest auch immer so bezahlt werden, dass nun mal deine Arbeit korrekt bezahlt wird. Denn du möchtest nicht unter deinem Wert arbeiten. Und dementsprechend ist es wichtig zu schauen, hey, wie viel verlangt der Kunde von mir und wie viel ist mir das einfach wert, wie viel bin ich mir wert, dafür zu verlangen. Und genauso verkaufe ich auch meine Dienste an meine Kunden. Das heißt, ich packe immer in meine höheren monatlichen Abonnementpläne Bereiche mit rein, wo ich meine Kunden monatlich Mehrwert biete. Und das kann sein in Form von Social Media Management, Social Media Ads schalten, Werbekampagnen, alles, was dazu gehört. Du kannst natürlich auch deine Dienste für einmalige Zahlungen anbieten. Ne? Wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich habe einen Kunden, der möchte nur eine Webseite haben, ist das Ganze auch sehr fein, weil in dem Fall hast du auch einfach nicht mehr Stress mit ihm. Da hast du wirklich einfach nur ein paar Tage, wo du dich mit dem Kunden austauschst, du seine Webseite fertig machst und dann das ganze Thema auch gegessen. Dafür sagst du, hey, ich tue dir für deine Webseite je nach Umfang zwischen 5 bis 1.500 € nehmen. Vielleicht, wenn du möchtest, noch ein paar Automatisierungen mit reinnehmen für Terminbuchungen, vielleicht noch Reputationsmanagement und dafür zahlst du mir für die Webseite mal 900 € und für die Online-Terminbuchungen noch 20, 30 € pro Monat weiterhin, damit die ganzen Sachen weiterhin laufen. Coole Sache. Und genau solche Kunden sind optimal, um sie später abzusellen. Das heißt, du kannst nach ein paar Wochen, nachdem du die Webseite für den Kunden erstellt hast, wieder darauf hinzugehen und sagen, hey Peter, hey Jonas, hey Ali, wie die ganzen Geschäftsinhaber auch heißen. Ich habe dir vor ein paar Wochen eine mega Webseite gebaut und wie du dir vorstellen kannst, sind Webseiten nicht unser einziges Themengebiet, sondern wir bieten auch viele weitere optimierende, effiziente, produktive Bereiche an, die deinem Geschäft helfen können. Wie wäre es, wenn wir uns nochmal gemeinsam hinhocken in einem Zoom-Call und ich dir ein paar weitere Dinge zeigen kann und dann präsentierst du ihm einfach, was du denkst, was für sein Geschäft Sinn ergibt. Sei es Reputationsmanagement, sei es, hey, ich habe gesehen, du hast noch gar keine Social-Media-Kanäle. Wie kann das sein? Heute in 2023, 2024. Zeig mir ein erfolgreiches Geschäft, das kein Social Media hat.
Was ich damit sagen möchte, ist, du solltest immer Ausschau halten, was ein Geschäft besser machen kann. Denn vor allem lokale Geschäfte sind nun mal gut in ihrem Themengebiet, in ihrem Fachgebiet, aber wenn es weiter hinausgeht, wird das ganze Know-how einfach weniger. Und einen weiteren Punkt, den ich noch zeigen möchte, ist eine mega coole Sache, die High Level jetzt released. Und zwar ist das das Feature Conversation AI. Und High Level bringt jetzt nun mal, hat schon released. Es wird über die nächsten Wochen noch viel verbessert werden und noch viel erweitert werden, obwohl es jetzt schon mindblowing ist. Was ist das Feature Conversation AI? Wie du schon im Wort siehst, handelt sich es um eine künstliche Intelligenz. Und diese künstliche Intelligenz wird zukünftig dafür zuständig sein oder kann Aufgaben übernehmen, wie auf Kundenanfragen antworten über Social Media, TikTok, Instagram, Facebook, Google-Anfragen, über SMS, über E-Mail, auch über das Chat-Widget auf der Webseite. Und das ist nun mal ein unglaubliches Feature, das mit reinkommt, weil du nun mal damit auch deinen Kunden extrem viel Arbeit wegnimmst, die künstliche Intelligenz schon auf so einem Stand ist, dass es dass diese ganzen Informationen reingespielt bekommt über Google Docs, über Webseiten, die du hinterlegen kannst. Das werde ich dir gleich noch kurz ein bisschen zeigen. Du kannst sozusagen die künstliche Intelligenz auf das Geschäft schulen, sodass es wirklich einen extra Mitarbeiter bekommt, der für Kundenanfragen, für Kundenantworten, für alles in Bezug auf Support und auch Kundenakquise zuständig ist, ne? Weil wenn du mal Leute auch über Instagram zum Beispiel ein Geschäft anfragen oder über Google und sagen, hey du, was bietet ihr denn da an für Produkte? Ist die künstliche Intelligenz schon auf dem Stand, dass es einen Interessenten zu einer Terminbuchung bekommen kann? Also, dass es da schon wirklich so ausgeklügelt ist und so eine Technik oder eine Kommunikationstechnik besitzt, dass es den Kunden versucht, von einer reinen Interesse, die der Kunde mitbringt, zur Terminbuchung hinzubekommen. Und das ist echt krass. Und wie das Ganze ausschaut, das zeige ich dir einmal kurz. So, jetzt befinden wir uns im High-Level. Und wie du sehen kannst, befinde ich mich hier gerade im Einstellungsbereich innerhalb von meinem Sub-Account und bin hier in den Bereich Conversation AI gegangen. Und hier können wir das Ganze einstellen. Es kann sein, dass du das Ganze bei dir noch nicht so siehst, denn das Ganze musst du in der Agency View anschalten. Das kann ich dir mal kurz zeigen. Dafür gehst du in die Einstellungen unter Agency View, gehst auf Unternehmen und tust einmal diesen Bereich anschalten. Das ist einmal hier Conversation AI, dann LC Premium Trigger und Actions. Und Workflow AI. Diese Knöpfe tust du einmal anschalten, dann wird das Ganze bei dir angezeigt. Das Ganze wird, wie gesagt, noch in den nächsten Wochen enorm erweitert werden. Wahrscheinlich, wenn du das Video gerade anschaust, kann es sein, dass die KI schon auf dem Monsterstand ist und das Ganze schon extrem heftig ist. Aktuell ist das Ganze noch im Aufbau, aber es ist schon jetzt übertrieben krass. Und kurz da möchte ich jetzt einmal kurz zeigen, das Prinzip dahinter. Denn hier hast du einmal die Möglichkeit, erstmal deine Channels auszuwählen. Aktuell ist es noch Instagram, Facebook und SMS. Das Ganze wird noch erweitert, wie gesagt. Und du hast hier die Möglichkeit, zwischen den Modis Suggestive und Autopilot zu wählen. Das erste ist dazu da, dass es dir sozusagen eine Art Unterstützung ist, während du mit deinen Kunden antwortest, während du mit deinem Kunden in der Interaktion bist und die KI dir einfach deine kleine Unterstützung ist. Genauer werde ich es noch später mal im Video erklären. Und der zweite Punkt, Autopilot, ist dafür da, dass dann wirklich die künstliche Intelligenz auf Autopilot sich um Kundenanfragen, Kundeninteraktionen und alles rund um Support kümmern wird. Das heißt, du wirst gar nichts mehr machen. Die künstliche Intelligenz macht alles von vorne bis hinten. Und wie wir die KI einstellen, ist hier in dem Bereich, und zwar gehen wir hier auf Bot Training. Hier kannst du dann einfach ja, Dokumentation einfügen, Inputs mit reingeben, wodurch die künstliche Intelligenz dann lernen kann und kannst sie auch zum Beispiel häufige Fragen mit reinnehmen, die vielleicht häufig aufkommen, damit die künstliche Intelligenz wirklich alles auf dem Stand hat. Und warum ich dir das zeige, zeige ich dir jetzt kurz. Dafür tun wir mal wieder kurz rüber switchen in die PowerPoint. Denn genau der Grund, weshalb ich dir dieses Feature zeige, ist, weil dieses Feature einen unglaublichen Mehrwert bietet. Und dieses Feature ist es wert, dass du zum Beispiel eine Webseite verkaufst, Reputationsmanagement und deine Automatisierungen zusätzlich Conversation AI für deine 300 € pro Monat. Das heißt, hier hat uns Go High Level schon Gold in unsere Hände gelegt, dass wir noch weiterverkaufen dürfen. Denn ab sofort ist es wirklich so, dass wir hier ein unglaubliches Feature auf High Level haben, diesen Conversation AI, den wir für unsere gewünschten Beträge verkaufen können. Also lass uns zum Schluss noch einmal alles zusammenfassen von den Services, die du zusätzlich anbieten kannst, um deine gewünschten Beträge monatlich zu erhalten. Zum ersten Webseiten, Reputationsmanagement, Automatisierungen plus deine ganzen anderen Services wie Handy-App, Chat-Widget, was da noch alles mit dazu kommt, plus Social Media Management oder
Social Media Ads, Werbekampagnen schalten für deinen Betrag, den du möchtest. So, zweiter Bereich sind wieder die genannten Features Webseiten, Automatisierung und Reputationsmanagement plus zusätzlich Conversation AI. Und da würde ich dir empfehlen, machst du einfach einen 300er daraus, 300 Euro pro Monat, du hast gutes Geld, der Kunde hat guten Mehrwert, beide sind zufrieden, top Sache. Ja, so, damit sind wir auch am Ende angekommen. Ich habe alles angesprochen, was ich ansprechen wollte. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie bitte gerne unten in die Videokommentare. Für jetzt war es das. Ich darf euch dann beim nächsten Mal wieder herzlich willkommen heißen. Und für jetzt sage ich ciao, bis zum nächsten Mal, mach's gut.